Grüß dich und herzlich willkommen zurück. Ich bin die Vanessa Blank von Buschkraft und Abenteuer. Heute an diesem frühlingshaften, stürmischen Tag begleitest du mich und meinen Dackel Poldi in den Wald für einen Tagestrip. Es gibt was verdammt Leckeres zum Essen. Ich sag nur T-Rex Steak. Und ich werde euch eine Menge erklären über Flora und Fauna, was mir so auf meinem Waldspaziergang hier begegnet. Also, begleit uns doch! Schön, dass uns die Nadelbäume im Winter wenigstens ein bisschen grüne Farbtupfen geben. Auch wenn ich jetzt halt von dieser Anbauvariante nicht so begeistert bin. Das ist Monokultur. Die Bäume sind alle im gleichen Alter, im gleichen Stadium gepflanzt und somit so gut wie gar nicht widerstandsfähig gegen einen Sturm, weil in einem normalen Wald funktioniert das ja so, dass man verschiedene Größenklassen der Bäume hat, die sind verschieden alt, das sind verschiedene Gehölze, also Nadelbäume, Laubbäume und hier eben nur diese Tannen. Und somit, wenn die alle auf der gleichen Höhe wachsen, hat der Sturm da eine Angriffsfläche. So ist es, dass der Sturm sich ein bisschen, also in einem normalen Wald verteilt sich der Sturm da so ein bisschen bei den unterschiedlichen Höhen der Bäume. Und die größeren schützen natürlich die kleineren. Hier, wenn der Sturm einmal durchfegt, dann ist alles platt, wenn es ein richtig starker Sturm ist. Naja, aber es ist eben die gängigste Anbauweise des Holz ist hier bei uns. Hier hinter mir ist eine Birke. Vielleicht kennt der eine oder andere die Birke, denn im Frühling kann man von ihr den Birkensaft zapfen. Habe ich persönlich noch nie gemacht, weil ich das, ja, ich finde, das muss nicht sein, dass man einen Baum nachhaltig beschädigt, bloß dass man einmal reines Wasser daraus bekommt. Es gibt dazu schon genügend Videos im Netz und man muss nicht alles den anderen nachmachen. Es reicht, wenn man einmal gesehen hat, wie es geht. Und das muss man nicht wirklich selbst auch nachmachen. Ja, also Birke wird zum einen von uns Buschkraftern geschätzt wegen ihrer Rinde. Sie hat so eine pergamentartige Außenrinde, die man ganz fein aufdröseln kann mit dem Messer. Ist ein super Feuerstarter. Aber natürlich sind auch die Blätter essbar. Hier sind jetzt nur die Knospen, die Blätter treiben ja erst aus, aber auch diese Knospen wären für uns essbar. Die Brombeere, dieses Dickicht, das ihr hier im Hintergrund seht, ist auch eine typische pflanzliche Notnahrung, die du sowohl im Sommer wie auch im Winter findest. Und die Blätter sind hier zwar etwas mit Stacheln besetzt, aber dennoch sind sie essbar. Man kann auch Brombeerblättertee zubereiten, genauso wie Himbeerblättertee. Also bei Brombeeren und Himbeeren sind die Blätter essbar und sie sind auch sehr zäh, was bedeutet, dass man lang drauf rumkauen muss und dieses lange Kauen vermittelt dem Körper ja sowieso ein trügerisches Sättigungsgefühl, also als Notnahrung durchaus geeignet, wenn man nichts anderes findet. Natürlich wird man davon nicht wirklich satt und es liefert auch nicht viel Energie, aber essbar ist es. Im Winter bis zum Frühlingsanfang fällt es den meisten ziemlich schwer, einen Baum eindeutig zuzuordnen, denn die typischen Merkmale, die Blätter, fehlen in diesem Stadium ja. Deshalb ist es gar nicht so verkehrt, sich auch mal mit der Baumrinde auseinanderzusetzen und mit der Wuchsform der Bäume, sodass man diese auch im Winter erkennen kann. Denn auch wenn die essbaren Blätter jetzt nicht zu sehen sind, schlummern sie dennoch in jedem Baum in den Knospen. Und viele sagen diesen Knospen auch Heilkräfte zu. Es gibt da eine eigene Sparte in der Medizin, die Gemmotherapie, die beschäftigt sich nur mit der Heilwirkung der Knospen, denn die Knospen sind ja das, wo der Baum im Frühling seine ganze Energie reinsteckt, wo die Blütenansätze drin sind und eben die Blätter, die dann dem Baum das ganze Jahr über Energie und Nährstoffe liefern sollen. Und das heißt eben, dass die ganz besonders voller Energie stecken und die kann sich der Mensch auch zunutze machen.
Und wenn man jetzt anhand der Rinde erkennen kann, welcher Baum das ist, weil bei den meisten Laubbäumen sind die Blätter ja tatsächlich essbar und auch die Rinde ist sehr oft essbar, dann ist es natürlich in der Notsituation ein Riesenvorteil, weil man die Bäume eindeutig zuordnen kann und dementsprechend dann auch hier die Knospen und die Rinde zu sich nehmen kann. Natürlich gilt auch hier wieder, wenn man die Knospen der Bäume isst, wenn man nicht in einer Überlebenssituation ist, dass man immer nur eine kleine Portion nimmt und nur wirklich so viel, wie man braucht. Also ich plädiere ja immer dafür, dass man den Wald nicht oder den Baum nicht nachhaltig schädigt. Und wenn man jetzt halt von einem Baum unglaublich viele Knospen runternehmen würde, dann würde es ihn natürlich auf lange Sicht gesehen schaden, denn er braucht ja die Blüten, er braucht die Blätter. Und ich nehme also immer nur von jedem Baum ein klein bisschen was, sodass er einfach nur einen kleinen Schaden hat und jetzt hat trotz der Entnahme von mir noch genügend Kraft hat, um einfach den normalen Lebensrhythmus weiterzuführen. Harz, das gelbe Gold des Waldes, wie ich es immer nenne. Ich habe da mal ein ganz ausführliches Video drüber gemacht, wofür wir Harz verwenden können und wie es uns helfen kann. Nur so ein kleiner Überblick jetzt. Harz ist essbar. Ich würde es allerdings nicht wirklich empfehlen, es sei denn, ihr seid wirklich darauf angewiesen. Denn ihr wisst, Harz klebt furchtbar und genauso wie es an der Kleidung klebt, klebt es auch an euren Zähnen und es ist sehr schwer, wieder runter zu bekommen. Allerdings ist Harz ein wirkliches Wundermittel. Harz dient ja dem Baum dazu, Wunden wieder zu verschließen. Also es ist quasi ein Pflaster. Und es ist antiseptisch, antibakteriell. Ameisen legen zum Beispiel am Eingang ihres Baus Harztröpfchen aus. Und jede Ameise, die den Bau betritt oder verlässt, läuft da drüber, um sich ihre Füße zu desinfizieren, dass man in den Bau keine Keime reinbekommt. Und wir können eben das Harz auch essen oder auch Salben draus machen. Toller Feuerstarter ist es. Also es ist wirklich vielseitig einsetzbar. Und wenn man Harz sammeln möchte, zum Beispiel um es als Weihrauch zu benutzen, dann empfiehlt sich da eigentlich immer das Frühjahr, denn da treiben die Bäume aus, sie stecken wieder voller Saft. Und wenn im Winter, die Winterperiode ist ja eigentlich immer die Holzmachperiode, denn Bäume werden meistens dann gefällt, wenn sie eben nicht im Saft stehen, also im Winter. Und wenn sie austreiben, dann versuchen sie eben mit aller Kraft, die Wunden, die im Winter entstanden sind, zu schließen. Und dann ist das Harz schön flüssig und weich und man kann es entnehmen. Natürlich auch wieder hier nur die Oberfläche nehmen, denn es dient ja als Wundverschluss des Baumes, dass da keine Keime und Bakterien eindringen können. Und es wäre jetzt wirklich kontraproduktiv von uns, wenn wir das Harz komplett entnehmen, sodass die Wunde wieder offen ist. Das ist ein Holunderstrauch. Erkenne ich auch in seiner typischen Wuchsform und an der Rinde. Und der Holunderstrauch hat, Moment, dieser Teil hier ist vertrocknet. Hier lilane Blattknospen. Die schmecken leicht säuerlich. Sind aber essbar. Allerdings, wie bei allen Teilen des Holunders, ist hier ein Giftstoff enthalten. Der würde sich erst zersetzen, wenn man die Blätter oder die Beeren kocht. Also es ist essbar, auch roh essbar, allerdings nur in kleinen Mengen. Und wenn jemand einen empfindlichen Magen hat, dann sollte er darauf verzichten. Übrigens ist der Holunder ein Strauch, vor dem früher die Menschen einen riesen Respekt hatten. Sie haben ihn regelrecht verehrt. Es wurde an jedes Haus ein Holunderstrauch gepflanzt, denn man glaubte, dass im Holunder
Fabelwesen wohnen. Und Holunder würde auch das Haus vor Blitzeinschlag bewahren. Wenn man vorbeiging an einem Holunder, hat man aus Respekt den Hut gezogen. Und wenn man einen Holunder unbedingt abschneiden musste, hat man ihn davor um Erlaubnis gefragt. Denn wenn man den Holunder verletzt, ohne dessen Einverständnis, dann wird man aufs Übelste bestraft. So glaubte man früher. Naja, nachdem Holunderbeeren ein ganz, ganz tolles Heilmittel sind durch den hohen Vitamin-C-Gehalt, unter anderem, kann ich schon nachvollziehen, warum dieser Baum so verehrt wurde und verehrt wird. Hier an diesem Platz werde ich jetzt erstmal verweilen. Das ist einer der wenigen Flecken hier im Wald, an dem ich Sonne habe. Es ist heute wirklich ziemlich windig. Für mich ist es, wie soll ich das ausdrücken? Also Wind ist natürlich im Wald immer ein Sicherheitsrisiko. Es kann immer was runterfallen, Äste runterfallen oder einen Baum brechen, auch wenn nur leichter Wind geht. Man weiß ja nicht, was an vorherigen Sturmschäden schon da ist. Aber ich habe so ein gewisses Level, in dem ich mich noch im Wald aufhalte. Und wenn es dann schlimmer wird, dann nicht mehr. Und ich bin natürlich auch erfahren genug, dass ich das Risiko um mich herum ein bisschen einschätzen kann. Ich kenne die verschiedenen Baumarten, welcher Baum am gefährlichsten ist, wie welcher Baum brechen würde bei Sturm und so weiter. Und am geschütztesten wäre ich jetzt in dieser Situation im Dickicht, im Niederholz. Aber da gehe ich nicht rein, weil das ist einfach immer der Rückzugsort von den Wildtieren. Das ist die dichteste Stelle im Wald, also quasi der niedere Wald, der junge Wald. Und dort verkriecht sich tagsüber das Wild und drum betrete ich diese Stelle nicht, auch wenn es da jetzt wahrscheinlich am windgeschütztesten wäre. Ja, und ich möchte jetzt einfach ein bisschen Sonne abhaben. Es ist total warm heute, 14 Grad, also Temperaturen wie im Frühling. Vom Winter ist weit und breit nichts in Sicht. Wer weiß, wahrscheinlich so Ende März, wenn dann keiner mehr Schnee haben will, dann kommt es nochmal so richtig. Aber wir nehmen es, wie es ist. Ändern können wir es eh nicht. Und ich werde mir jetzt hier ein kleines, gemütliches Lager errichten. Ich habe einen Tab dabei. Das werde ich mir jetzt aufbauen, falls es zum Regnen anfangen sollte. Dann Feuerholz suchen. Geplant ist heute ein Grubenfeuer, weil ein Grubenfeuer einfach mehr geschützt ist vom Wind. Und dann gibt's das Dinosaurier-Steak. Also, los geht's. Ich mag das Pencott Greenzone Top wegen seiner perfekten Tarnoptik wirklich sehr. Aber jedes Mal aufs Neue, wenn ich es aufbaue, merke ich, dass ich einfach lieber ein Tarp habe, das auf allen Seiten gleiche Längen hat. Also zum Beispiel das DD-Tarp 3x3, das ich immer nutze. Für mich ist es einfach, ja, im Handling einfacher. Und ich hätte gern ein paar mehr Abspannpunkte, dass man da einfach variabler ist bei der Aufbauform, bei der Aufbauvariante. Ich habe mir jetzt zum Beispiel hier hinten einen zusätzlichen Abspannpunkt dran gemacht. Ich habe da einfach von einem Zapfen die Spitze abgebrochen, das hier so reingeknotet, das Tarp drüber und dann mit einem Stoff umwickelt und dann weggespannt. So kann man da noch ein bisschen tricksen, um noch einen zusätzlichen Abspannpunkt zu schaffen. Ja, jetzt bin ich ein bisschen windgeschützt. Wenn es regnen sollte, habe ich hier auch so eine leichte Überdachform. Ich bin diesmal wirklich nicht zufrieden mit der Aufbauvariante, denn es hängt ein bisschen durch. Also normalerweise würde ich das perfekter machen, aber es ist jetzt bloß ein Tagestrip und es wird nicht regnen, denke ich. Es ist mehr so ein Windschutz, dass ich auch vom Feuer hier einfach eine Seite habe, die jetzt nicht so winddurchgebeutelt ist. Ja,
Jetzt geht's ans Feuerholz suchen. Ich habe hier eine kleine Klappschaufel, ganz günstig mal erstanden in einem Army-Shop, ich glaube 8 Euro oder so. Ja, und die ist super handlich, perfekt irgendwo ums reinzustecken für die Outdoor-Toilette oder eben jetzt für mein Grubenfeuer. Heute habe ich mich entschieden, das Grubenfeuer zu machen, weil es so windig ist und der Wind kann ein ziemlicher Störfaktor beim Feuermachen sein, gerade in der Anfangsphase. Und in der Grube ist es so ein bisschen geschützt. Zugegeben, meine Grube ist jetzt nicht die größte. Das liegt daran, dass ich den Grillrost heute drüber legen möchte und der jetzt nicht so den riesen Durchmesser hat, sonst würde er nicht mehr in meinen Rucksack reinpassen. Aber ich denke, es ist ausreichend. Und hier liegt massig viel Holz am Boden rum. Also im Sommer ein Brennholzvorrat ohne Ende, also perfektes Hobeholz. Aber jetzt leider bei dem Matsche, Regen, nass, kaltem Wetter alles durchweicht. Und somit musste ich alles kleinspalten.
Das könnte heute eine Herausforderung werden zu kochen, denn der Wind ändert ständig seine Richtung und somit auch das Feuer. Ich verrutsche also meine Sachen auf dem Grillrost ständig hin und her, dass sie die meiste Hitze abbekommen. Aber wird schon irgendwie klappen. Zum Essen gibt es heute eben Tyrannosaurus Rex Steak. Also ein großes Rindersteak mit grünen Bohnen. Da habe ich jetzt schon Wasser aufgesetzt. Bei den Bohnen muss ich jetzt noch die Enden und die Spitzen entfernen. Und dann werden die einige Minuten gekocht. Schauen wir mal, ob wir genügend Hitze zusammenbekommen, dass das Steak richtig medium wird. Ein bisschen blutig darf es noch sein. Schaut euch mal die Marmorierung an. Ich liebe ja, ganz entgegen, was man bei meiner Statur wahrscheinlich vermuten würde, fettiges Essen. Nicht immer, aber ab und wann. Und das Stück Fleisch, das schaue ich an und denke mir, geil, auf das habe ich jetzt richtig Appetit. Es ist ein bisschen schwierig, weil das Steak würde ja mehr indirekte Hitze brauchen. Also eigentlich wäre Glut perfekt. Ist aber mit dem Grubenfeuer schwer zu kombinieren. Und ja, ich kann den Rost jetzt auch nicht beliebig in der Höhenverstellung ändern. Ich kann zwar schon diese Pfosten weiter reinklopfen, aber dann halt nicht wieder weiter rausholen, weil sonst müsste ich es wieder versetzen, sonst ist alles locker. Aber es wird so und so schmecken. Es riecht schon köstlich. Ich habe da vorhin extra frische Äste gesucht. Also eigentlich wollte ich Laubholz, weil das einfach härter ist. Das brennt nicht so leicht an. Also für diese Befestigung von meinem Grillrost. Und dann habe ich aber da hinten gesehen, dass die Fichten und Tannen unten beschnitten wurden. Also die unteren Äste abgeschnitten wurden. Und eignet sich natürlich genauso, weil sie dann frisch ist und nicht leicht anbrennt. Aber nicht, dass ihr denkt, ich habe jetzt da irgendeinen frischen, lebenden Baum gekillt. Das war also schon abgesägt. Jetzt heißt es bloß noch abwarten, dass das Steak und die Bohnen fertig werden. Dann gibt's lecker Essen. Boah. Holy smoke. Ich glaube, es ist soweit. Oh ja. Moos ist eine tolle Alternative zum gröbsten Schmutz vom Geschirr abwaschen, wenn man gerade kein Wasser zur Verfügung hat. Ich mache mich jetzt auf den Nachhauseweg, habe hier einige Sonnenstunden genossen, sehr gut gegessen.
Poldi frisst jetzt auch gerade noch. Der hat Trockenfleisch bekommen. Ja, schön, dass du dabei gewesen bist. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Gesamte Ausrüstung, die ich verwende, findet ihr wie immer hier unter dem Video in der Videobeschreibung. Macht's es gut, bis zum nächsten Mal.